Hey, liebes Tagebuch oder was auch immer. Ich bin mal wieder mitten in meine Angst hineingelaufen. Deswegen ist es hier so dunkel. Ja, ich hatte Lust zu reden. Ich weiß noch nicht genau, was hier dabei herauskommt. Es ist unglaublich, was innerhalb von 24 Stunden passieren kann. Und ja, momentan bin ich dabei zu lernen, mein Ego als Werkzeug zu benutzen. Und ich habe festgestellt, wenn ich das zu arg will, funktioniert das nicht. Ja, dann habe ich festgestellt, wenn ich mein Ego als Feind ansehe, dann bleibt das Ego erst recht da. Also in einer destruktiven Art und Weise. Bei mir geht es am ehesten weg, wenn es irgendwie Liebe bekommt. Oder beziehungsweise fängt an zu schlafen. Ja, ich habe mich gefragt, ob es den Ego-Tod überhaupt gibt. Oder ob das Ego einfach immer wieder nur schläft. Ja, gut möglich, dass es an sich sprachlich falsch ist, das Wort Ego-Tod zu benutzen, wenn es nur schläft. Ja, ich denke mal, deswegen benutzen viele Leute auch das Wort Erleuchtung oder Erwachen. Oder jetzt vor kurzem bin ich auch auf das Wort Mensch werden gestoßen, was ich eigentlich auch ziemlich schön finde. Ja, kann das Ego sterben? Ich weiß es nicht. Löst sich das Ego beim Tod auf? Oder, ja, es ist halt die Frage, ob es zum Beispiel eine Wiedergeburt gibt. Ich weiß es persönlich nicht. Nach dem Buddhismus wäre es ja dann so, dass wenn man zu seinem Tod im Ego verhaftet ist, wahrscheinlich das Ego dadurch dann man quasi wiedergeboren wird. Ja. Ich weiß nicht. Der Punkt ist, ich halte es eher für wahrscheinlicher, dass so, wenn man stirbt, so das ganze Leben in so vermixt wird. Und ich weiß nicht, ob man direkt sagen kann, dass ich jetzt woanders wiedergeboren werde. Weil gut möglich, dass das dann nicht nur ich bin, sondern eine Kombination aus allem Möglichen. Dann frage ich mich, man ist ja auch alles. Ist eigentlich logisch, dass es eine Kombination aus allem Möglichen ist. Ich weiß es nicht. Genau, ich frage mich, ob es eine Seele gibt. Weil selbst wenn man das Ego nicht hört, scheint da ja irgendwas noch da zu sein. Es gibt ja verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Entweder das Ego ist halt immer noch da, nur halt in einer konstruktiven Art und Weise. Oder es ist halt einfach so dieses wahre Ich. Ja, und einfach vielleicht auch die Identifikation mit dem Ego hört auf. Ja, es ist schwer zu sagen, ob es sowas wie eine Seele gibt. Es kommt immer auch darauf an, wie man ein Wort definiert. Wenn man jetzt zum Beispiel Seele so definiert, dass es im Prinzip so das ganze Universum ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine Seele gibt. Wenn man jetzt aber sagt, dass die Seele so abgesehen vom Ego innewohnt, das ist echt schwer zu sagen, ob das da ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist auf jeden Fall möglich.
Aber ich weiß es nicht. Ja, genau. Der Ego-Tod. Oder eben nicht Ego-Tod. Das ist so die Frage. Vor allem, wenn man so eine Ego-Auflösung hat oder, sagen wir mal, die Identifikation mit dem Ego ändert. Ich glaube, das ist sprachlich so das Richtigste. Dann ist ja immer noch so ein Beobachter da, der das Ganze erlebt. Es kann natürlich sein, dass es das Universum ist, was das beobachtet. Vielleicht ist es aber auch das Ego, aber auf eine konstruktive Art und Weise. Es ist alles Mögliche möglich. Und ja, vielleicht ist der Grund, warum viele immer wieder ins Ego rutschen, obwohl sie schon so eine Erleuchtungserfahrung hatten, weil das Ego eben nicht tot war, sondern eben nur geschlafen hat und dann durch irgendwas wachgerüttelt wurde. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich auch schon hier in den Aufnahmen Halt gesucht habe. Ich filme aber trotzdem, weil es mir einfach Spaß macht und es eigentlich egal ist, was ich tue. Was habe ich noch bemerkt? Vorhin war es so, ich habe mal wieder an das Ego von meinem Freund denken müssen und dadurch kam das Ego auf eine destruktive Art und Weise wieder. Und ja, dadurch haben dann für ein paar Stunden meine Glücksgefühle abgenommen. Und ich war nicht mehr in diesen, ja, kompletter Glücksüberflutung. Also mir ging es immer noch okay. Aber es war dann halt so, ja, ich will wieder mehr Glück, weil das so schön ist. Ja, und wenn man es zu arg will, dann geht es ja leider auch nicht. Ja. Und es ist halt auch die Sorge da, dass ich wieder in eine Depression rutschen könnte. Weil der Punkt ist ja, es ist eigentlich egal, was ich tue. Und gerade probiere ich so ein bisschen aus, was mir Buddha letztens gezeigt hat. Und zwar dieses Nichtstun. Und die Sache ist ja, dass ich während meiner, besonders, ja, also immer wieder, wo ich halt stark depressiv war, auch nichts getan habe und dadurch ist momentan auch oft Angst davor da, über längere Zeit hinweg nichts zu tun. Also jetzt sowas wie eine halbe Stunde meditieren geht voll klar, aber über Stunden hinweg sowas zu machen, löst bei mir momentan Angst aus. Ja. Dann, was habe ich noch gemerkt, ist es eigentlich egal, wie ich so die Erleuchtung aufrechterhalte. Also, ob ich das jetzt mit Nichtstun mache und mich dadurch vielleicht sogar irgendwie eine Angst stelle. Oder ob ich das auf irgendeine andere Art und Weise mache. Es gibt so viele. Also, theoretisch kann man mit allem seine Erleuchtung aufrechterhalten. Das kommt immer drauf an, glaube ich, mit welcher innerer Haltung man das macht. Und ja, das nicht so arg auch innerlich erzwingt, den Ego-Tod aufrechtzuerhalten. Also,
dass man, also irgendwie funktioniert es nicht, wenn ich sag, ich mache jetzt das und dadurch bleibt der Ego tot oder die Erleuchtung. sondern irgendwie funktioniert es bei mir besser, wenn ich sag, ich mache jetzt das, weil ich Spaß habe und ich mache einfach und denke nicht drüber nach. Ja, je mehr man denkt, umso mehr kann man halt auch ins Ego rutschen. Da bin ich halt gerade auch am Üben, so mein Ego als Werkzeug zu benutzen. Einfach, ja, um das Denken als was zu nutzen, um Spaß zu haben. Das ist halt so ein ziemlich schwieriger Grad. Zwischen Gedankenschweifen und Denken. Also in meinen Augen besteht da ein Unterschied, weil ich die Wörter unterschiedlich definiere. Aber beim Gedankenschweifen geschieht es ja einfach. Und beim Denken hat man ja vielleicht eine Erwartungshaltung oder ja, da kann das Ego auf jeden Fall auf eine destruktive Art und Weise da sein. Und es kann dann auch in so eine Gedankenschleife führen, dass man überhaupt nicht vorwärts kommt. Und ja, es ist halt auch so, es bringt nichts im Ego, nach der Ego-Auflösung zu suchen. Also, ich glaube, durch Denken ist noch nie, also es kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube, dadurch ist noch nie jemand zur Erleuchtung gekommen. Bei mir funktioniert da tatsächlich Handeln am besten. Ja. Es kommt gerade voll der Frieden. Genau, vorhin war es nämlich so, ich habe irgendwann einfach aufgehört rumzuliegen. Dieses Nichtstun kommt, wenn es mag. Also, oder wenn ich bereit dazu bin. Und ja, ich habe dann einfach angefangen, irgendwas zu machen. Und ja, seitdem sind irgendwie wieder mehr Glücksgefühle da. Ja. Boah. Ich würde echt gern mal den Fall mit der Kamera aufnehmen. Weil, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat, aber es wäre echt cool, wenn es sowas im Internet gäbe. Und momentan kommt da irgendwie immer, ich weiß nicht, ob es der Fall ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe außerdem bemerkt, dass es mir gut tut, zu akzeptieren, dass es eventuell diese ganze Erleuchtung nicht gibt. Also, ich vermute mal schon, dass es das gibt, aber nehme mir an, das ist alles wirklich nicht echt. Obwohl, wenn es nur in der Psyche existiert, ist es ja auch echt, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach so, dass ich fühle, dass ich trotzdem mein Leben managen könnte und alles hinkriegen könnte. Ja. Also die Erleuchtung kommt gerne, wenn man sie eh nicht mehr braucht. Also, wenn
mein Leben eh schon im Griff habe und es so hingekriegt habe, dass mein Ego keine Macht mehr über mich hat. Also einfach ich tun und machen kann, was ich will. Und mich der Kopf da oben nicht einschränkt. Dann kommt es tatsächlich gerne bei mir. Ja. Ich würde echt gern den Fall mal filmen, wie gesagt. Nur bei mir ist es momentan so, dass ich bestimmte Zustände anderen noch vorziehe. Also ich alles schön finde, aber manche Sachen schöner. Und aber es kann dann auch zum Beispiel passieren, dass wenn dein Ego noch Ego auf eine destruktive Art und Weise da ist, dass ich nicht unter jeden Bedingungen in den Fall reinkomme. Also je mehr Ruhe ich zum Beispiel habe, umso leichter fällt mir das. Ja. Und mein Ego lässt sich gern durch die Kamera ablenken. Also, es hat Angst davor, dass, wenn ich das filme, mich das ablenken könnte auch und ich dadurch nicht ja, fallen kann. Ich weiß nicht, ob ich reden kann oder ob das gerade destruktiv ist. Ich mach's einfach mal. Ich weiß nicht, ob man irgendwas hört. Also ich kann mittlerweile schon gehen und gleichzeitig einen Fall haben. Gerade kann ich währenddessen sogar ein bisschen reden, aber das mindert. Es kann auch nur täuschen, aber es mindert den Fall ein bisschen, wenn ich rede. Wird schlecht. Mein Ego hat Angst davor, dass ich komische Geräusche von mir geben könnte. Aber ich weiß, dass alles gut. Schade, dass ich keinen Ort mit mehr Licht gewählt habe zum Filmen. Ich wusste nicht, dass das passiert. Ich hätte es cool gefunden. Auf jeden Fall vorhin. Vorhin habe ich so gedacht, es wäre cool, wenn es nachher passiert. Aber ich habe es halt nicht gewusst. Mein Kopf kippt gerade immer wieder gern nach vorne. Es
Es wäre okay, wenn mein Körper jetzt stirbt. Meine Muskeln erschlafen. Ich spüre mein Blut pochen. Ich mag mich anders hinsetzen, weil die Haltung ist ein bisschen, keine Ahnung, ich habe mich vorhin irgendwie hingesetzt. Oh je, es hat mein Ego Angst, dass der Bewegungswechsel dazu führen könnte, dass es wieder aufhört, aber ganz ehrlich, ich brauche keine Angst haben. Ich frage mich, was passiert, wenn man eigentlich für immer im Fall bleibt. Weil bisher habe ich immer wieder die Augen aufgemacht. Mein Ego versucht mir gerade einzureden, dass rechts von mir Dinge sind, die nicht da sind. Aber es ist egal, was real ist. Ich schwank gerne. Das kommt gerade einfach. Das ist lustig. Mein Atem wird ziemlich frei. Ego hat
mir gerade gesagt, dass der ganze Fall nur eingebildet sein könnte. Aber ganz ehrlich, das ist egal. Wenn es schön ist, ist doch egal. Vielleicht ist der Fall sowas wie die ultimative Meditation. Meine Finger bewegen sich gerade immer wieder so ganz leicht von selber. Also ich krieg so zumindest nicht mit, ob da ein Gedanke vorher war oder nicht. Also, ich weiß es irgendwie. Im ersten Moment habe ich meinen Kamerabildschirm unscharf gesehen. Jetzt sehe ich ihn scharf, das hat voll lang gedauert, bis ich ihn scharf gesehen habe. Oh.
Eigentlich ist es auch egal, ob ich im Fall bin oder nicht. Aber der Fall ist ziemlich schön. Es war wie so eine Art Tunnel da oben an der Stirn, in den ich reingefallen bin. Das ist in sich selbst hineinfallen. Es ist voll lustig, wenn ich die Augen schließe, dann geht der Fall instant weiter. Mit offenen Augen zu fallen ist auf jeden Fall momentan schwieriger als mit zuhören. Also es geht eher, wenn man dann dabei die Umgebung ausblendet. Also je weniger Halt man sucht, umso eher geht das. Also so umso einfacher. Theoretisch geht es überall, wenn man keinen Halt sucht. Nur wenn man was sieht, kann man halt auch darin Halt suchen. Und wenn man was hört, kann man auch darin Halt suchen. Und deswegen fällt es, glaube ich, vielen Menschen leichter. Je mehr Ruhe sie haben in so einem Moment. Ich finde es auch lustig, ob es sowas wie ein drittes Auge gibt. Ich weiß es nicht. Also, das dritte Auge ist basically diese Zirbeldrüse da zwischen unseren beiden Gehirnhälften. Die gibt es auf jeden Fall. Es sei denn, alle Wissenschaftler haben sich das eingebildet. Das wäre sehr lustig, wenn sich das rausstellen würde. Ist Fantasie real? Das ist immer so lustig. Weil... Ja... Ist ein Gedanke real? Ich habe heute auch so ein Video angeschaut. Mary's Room heißt es. A Philosophical Experiment. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das Video kann ich empfehlen. Da geht es auch um Sprache. Wenn man
all wissenschaftlichen Fakten über was weiß, weiß man dann, wie die Sache an sich ist? Oder weiß man es erst, wenn man es selber erlebt hat? Das ist sehr schwierig. Vielleicht das selber Erleben einfach auch so noch so ein, ja, vielleicht kann man manche Dinge tatsächlich nicht beschreiben. Also mit Sprache auf jeden Fall nicht. Da gibt es immer Hindernisse. Kann man mit der Wissenschaft alles beschreiben? Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Die Wissenschaft könnte vielleicht voll die Fortschritte machen, wenn sie einfach mal irgendwelche spirituellen Theorien überprüfen würde. Weil, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Obwohl, ja. Also entweder man findet bei manchen Sachen dann raus, das ist nicht so. Und bei manchen könnte man halt rausfinden, dass das so ist. Aber der Punkt ist ja, es ist auf jeden Fall viel leichter, was zu widerlegen, als was zu beweisen. Fraglich ist es auch, ob es überhaupt Beweise gibt. Oder eben nur Belege für eine Sache, was die Wahrscheinlichkeit steigert, dass was so ist. Aber einen endgültigen Beweis für irgendwas gibt es nicht mal in der Wissenschaft. Wenn man Fühlen wissenschaftlich beschreibt, kann man das überhaupt auf eine Art und Weise, dass es dann wirklich auch das wiedergibt, was Fühlen ist? Weil, oh mein Gott, hier sind Glühwürmchen, glaube ich. Oh, wie cool. Oh mein Gott, wie cool. Ich wusste gar nicht, dass es die hier gibt. Es ist, also, es ist toll. Unwissen zuzulassen kann, glaub, zu Wissen führen. Ich finde es toll, wie ich die Texte von Captain Peng immer besser Stück für Stück verstehe. Also, beziehungsweise mir mögliche Bedeutung ausmal, was er sich selber dabei, was er da gefühlt hat. Das
Ja. Schwer zu sagen. Ich muss gerade an Soko Sophie denken. Das habe ich heute auch angehört. Wir sind alle nur Gedanken und Teile eines Ganzen. Was ist die Socke? Socke kann alles sein, glaube ich. Also Soko Sophie gehört und mitunter zu meinen Lieblingsliedern von Captain Peng. Bin ich jetzt zum Sokismus konvertiert? Ich weiß es nicht. Irgendwie, wenn ich so das Wissen von allen Religionen und Nicht-Religionen kombiniere, und alle möglichen Wissensquellen zulasse oder Nicht-Wissensquellen, dann explodiert mein IQ. Das ist voll toll. Also, wenn ich eben in diesen Wahrscheinlichkeiten fühle, also, dass ich zulasse, dass theoretisch alles möglich ist. Selbst sowas, dass es ein heiliges Spaghetti-Monster gibt. Das ist voll krass, was das dann mit meinem Bewusstsein macht. Das ist voll lustig. Mit meinem IQ. Der bewegt sich so zwischen, ich habe mir letztens Kleber ins Auge gesteckt und ich schaue mir manchmal zum Aufwachen morgens Quantenphysik-Videos an. Das ist ja lustig. Ja, vielleicht wird man ab einem bestimmten IQ auch wieder dumm. Ich weiß es nicht. Es wäre amüsant. Vielleicht ist man die ganze Zeit dumm und intelligent zugleich. Ja. So wie der Meister und Idiot. Von Kepeng. Von wem sonst? Gerade ist es immer wieder so, wenn ich immer wieder hier in das Licht reinschaue und dann wegschaue. Dann sehe ich hier überall auch immer wieder so kurz Lichter. Das kennt ihr sicher. Ich glaube, man kann als Zuschauer am meisten von diesem Video profitieren, wenn ich das Ganze ungeschnitten lasse. Aber sich das anzuschauen kann sehr langweilig sein. Ja. Ich weiß selber nicht mal, ob ich mir sowas anschauen würde. Obwohl, wenn ich mal, schaue ich manchmal währenddessen Videos, solche, wo ich nicht zwangsweise das Bild sehen muss, und dann kann ich das so nebenbei mir anhören.
Ja. Allerdings war es heute irgendwie so, dass es mir immer schwerer fällt, momentan mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Multitasking ist so, nö. Aber das erinnert mich an etwas, was ich auch schon mal in der Klinik gelernt habe. Und zwar, wenn man zu oft so in diesen Autopiloten reingeht und Multitasking macht, kann das einen auch schaden, weil es zum Beispiel zu Stress führen kann. Und wenn man eine Sache immer nur tut, dann kann man die halt auch viel achtsamer machen und ja, viel konzentrierter. Und da richtig in so einen Flow reinkommen. Ja. Und es tut mir gut, keine inneren Mauern zu haben. Und ich glaube, wenn man so lernt, das Ego als Werkzeug zu benutzen, ist es so, dass man dann irgendwas bauen kann, was auch immer es ist. Man kann ein pinkes Glitzerschloss bauen oder eine coole Ritterburg oder ein Baumhaus oder einfach nur einen Stein irgendwo hinlegen. Und es aber auch jederzeit wieder einreißen, wann immer man mag. So wie es einem gerade passt. Oh, das Glühwürmchen da hinten leuchtet übelst hell. Das ist voll toll. Warte, warte, ich versuch's zu filmen. Ich weiß nicht, ob ich's hinkriege. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das war übelst cool. Oh, mein Akku. Ich habe nur noch eine Minute Akku. Deswegen sage ich jetzt mal tschüss. Und ja, ihr könnt da alle auch hinkommen, was ich hier gerade habe, wenn ihr wollt. Oder eben nicht mehr wollt und es dann von alleine kommt.